Sieht nicht super aus. Wie? Hilfe! Ich brauche Hilfe! Werd nicht panisch! Scheiße, Mann. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Commander, der Wandler steht kurz vor dem Zusammenbruch. Er wird explodieren. Bin gleich da! Hoffentlich reicht das aus. Wir müssen noch einmal dran dingsen. Ja, das haben wir jetzt überhaupt gar nicht hinbekommen. Na super. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Wir haben es verkackt also. Ich habe nicht daran geachtet. Jetzt bekommen wir einen aufs Maul, oder wie? Ja, weil jetzt müsste es kaputt gehen, ne? Tschüss. Ich bin schon angesenkt. Das Paket wurde zerstört. Einsatz gescheitert. Ja, ja, Einsatz neu starten. Das war eindeutig eine gute Mission. Mit. Okay. Also wir haben die Mission perfekt Commander, gemacht. Ich habe das Gerät gefunden, aber es scheint, als wäre es im Kampf beschädigt worden. Okay. Die Energiewerte spielen verrückt. Ach, wir einmal eine Runde verpackt. Bevor es explodiert. Ich erinnere mich. Deswegen hat es nicht ausgereicht. Aber Shen arbeitet an einer Möglichkeit zur Stabilisierung des Dings. Aber dafür müssen wir nahe genug ran, um auf seinen Kern zugreifen zu können. Einfach so nah wie möglich. Bleiben Sie im Schatten, bis wir die Lage geklärt haben. Verstanden. So, diesmal achten wir drauf, dass wir... Na gut, man könnte sagen, das ist einfach daher, weil ich jetzt schon ewig lang nicht mehr XCOM gespielt habe, dass ich so auf die Fresse bekommen. Schieben wir es einfach darauf. Das wird hoffentlich so nicht mehr passieren. Aber gut. Das werden wir sehen. Wechselposition. Sehen wir doch nichts. Da müsste ja bis hierhin alles safe sein, wenn ich mich ja von gerade eben entsinne. Sie sind doch nicht mal bis da. Ah doch. Jetzt sehen wir sie. Anscheinend ist das kein Feuer. Das heißt, wir können anscheinend draufstehen. Du kannst bis dahin. Okay. Du wirst wahrscheinlich bis leicht hinten dran sein. Wahrscheinlich so um den Weg. Hey, aktiviert. Hier bewegt sich was. Ja. Nämlich all die Typis. Sind ja jetzt noch mehr. Die Advent-Offiziere scheinen fähiger als die normalen Fußtruppen zu sein. Wir wissen aber nicht, ob es an der Ausbildung oder der Gedankenkontrolle liegt. Oh. 66%, 66%. 66 und 66. Okay. Bis hierhin. Bestätigt. Hier ist ein feindlicher Trupp. Commander, wir haben die Chance, Ihnen richtig weh zu tun. Stellen Sie sicher, dass wir unseren Vorteil optimal nutzen, bevor Sie den Kampf eröffnen. Okay, 72%. Okay, Sie sollten die Sicherheitsprotokolle dieses Dings hacken können, um es zu stabilisieren. Shen lädt gerade den Code hoch. 72% können wir den einen abknallen. Das ist, ist auch unpraktisch.
Machen wir mal. 5 Schaden. Das ist gut. Wurden entdeckt. Diese Einheiten bilden den Großteil der Advent-Truppen, mit denen wir zu tun haben. Sie sind diszipliniert und gut ausgerüstet, aber ihr Gehorsam ist unberechenbar. Weißt du auch Bescheid? Das ist natürlich nicht so gut. 74%. 46, 26. Er hat natürlich schon geschossen. Wie können wir das denn eigentlich steigern? Wir probieren es. Gut. 3 Schaden. Genau so wie es sein sollte. Ziel neutralisiert. Okay, Beförderung verdient. Kann man hier noch aus einer sicheren Position aus? Lieber Feuerschutz. Ranger verfügen über einzigartige Ausrüstung für den Nahkampf. In der richtigen Situation können sie extrem effektiv sein. Das Problem daran ist aber, dass wir uns so heftig... Nee. Das heißt, ich bring dich lieber hier hin. Bestätigt! Rücke aus! Ich will dann... Oh! Lieber Feuerschutz. Mir entgeht nichts. Denke ich mal. Und das sollte jetzt hoffentlich besser klappen mit der Mission. Die wurde markiert. Das heißt, sie müssen sich bewegen. Wenn sie sich bewegen. Oh, 2 Schaden. Kann mich nicht bewegen. Nee. Oh. Stehe unter Beschuss. Wie machen wir das? Wir müssen einen jetzt wenigstens halbwegs genügend erfolgreichen Angriff starten. Das Gute ist, wir können den da außen aushebeln. Oder? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, genau. Zum Spiel. 52%, 41, 34. So, wir haben ja eigentlich alle Züge. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall 3 bis 5 Schaden. Den können wir killen, auf jeden Fall sogar. 88% würde ich als auf, in Anführungsstrichen auf jeden Fall hinsetzen. Das Problem ist halt die Einheit da. Man könnte einiges überleben. Und hier müssen wir uns dann je nachdem offen hinstellen. Will ich das Risiko eingehen? Weil wir da irgendwie speziell noch irgendwo anders sind. Ach egal. Haben wir jetzt ausgewählt. 7. Feind neutralisiert. Da drüben scheint was zu sein. Automatikladen. 7 Schaden kann sie. Ich hab was Neues. Eigentlich wollte ich es doch anders machen. Jetzt habe ich das Problem. Naja, wenn, dann schmeiße ich eine Granate. Ne? Euch beide? Nein. Machen wir das da. Sollte auf jeden Fall dann auch wegen der Deckung klappen. 3 Schaden. Förderung verdient. Wir könnten auch den so zerstören, aber... Verstanden. Rücke aus. Können ihn wenigstens flankieren. Weil wir haben ihn nicht mal flankiert. Das ist doch so peinlich. 3 Schaden. Wo es noch mal 3 Schaden machen. Und
ab hier bekommen wir ihn flankiert. Position bestätigt. Dazwischen ist aber ein Baum. Ja, wir müssen die Granate werfen. Granate! Sollte hoffentlich ausreichen. 4 Schaden. Gut. Wir mussten es knallhart anders. Ich wollte sagen, anders regeln. Verstanden, rück ab. Na, hör ich. Denk mir so, okay. Ich höre hier voll die Geräusche. Wir bewegen uns schön langsam. Wir haben den Code und so. Bald. Oder haben den schon? Weiß ich nicht. Ich denke mal, die werden von der anderen Richtung aus angreifen. Aber trotzdem mal Feuerschutz. Und du? Was bist du da? Bin unterwegs. Mit Feuerschutz. Feuerschutz. Commander, uns läuft die Zeit davon. Wenn wir den Wandler nicht bald stabilisieren, kehrt heute wohl niemand mehr zurück. Ich weiß, ich weiß. So, diesmal haben wir auch wenigstens alle bisher safe durchgebracht. Wir können bis dahin. Drücke zur Zielposition vor. Sie ähneln den Sektoiden, auf die wir erstmals während der Invasion trafen. Wie hier, ne? Aber ihre Genstruktur enthält nun auch menschliche DNA. Sie sind stärker denn je und ihr psionisches Potenzial ist noch höher. Psionisches Potenzial ist noch höher. Das ist doch, das sind doch Sachen, die man gerne hören möchte. Das gefällt mir gar nicht. Ach du Scheiße, wie viel Schutz hat er? Bestätigt, Überwachung läuft. Tut mir leid, dass ich gerade ins Mikro gepustet habe. Das wollte ich nicht. Aber ich bin gerade... Ach du Scheiße. Ich will ja nichts sagen, aber verstanden. Das sieht sehr krank aus. Was wir da vor uns haben werden, wird die taktische Hölle, denke ich mal. Auch wenn wir es auf normal spielen nur. Es wird, denke ich, die taktische Hölle. Ich will trotzdem nur Feuerschutz. Ich hoffe, die müssen vorgehen. Wir können aber sonst nicht schießen. Da muss er doch dann, oder? Warte. In Panik sein. Wir werden einen Zug weniger haben in dem Sinne. Können wir auf dem Magnet. Bewegt sich auch einer von denen. Gut. Visier. Das solltest du dringend. Das ist natürlich panisch. Kann man natürlich vergessen. Komm bitte. Gut. Ziel neutralisiert. Munition ist knapp. Ich weiß. Haben wir Möglichkeiten? Nein. Wenn wir Möglichkeiten hätten, dann wäre das natürlich was anderes. Das Problem ist auch, der Wagen ist recht gut am... Ich hoffe, das geht noch irgendwie. Ich hoffe, der explodiert jetzt nicht, ne? Nähere mich der Zielposition. Ist hier zu arg hier am Dingsen.
weit kann man werfen? Daneben. Ich hoffe, er explodiert nicht. Gut, wir machen einfach die Fehler, um halt zu wissen, wie alles exakt funktioniert. Die Toten finden keine Ruhe. Die Aliens können sie per Gedankenkontrolle steuern. Oh Gott. Das war knapp. Diese Mission ist schon zu schwierig für mich. Ich koche hier schon! Ich ja genauso. Commander, der Wandler steht kurz vor dem Zusammenbruch. Wird nicht panisch. Oh Mann. Wir können es, glaube ich, vergessen, ey. Nein, wir müssen auf den hier drauf. Ein bisschen von hier aus. Acht Schaden, ja. Schön kritisch. Das war's für dich. Das heißt, der müsste. Genau, so habe ich es mir auch vorgedacht. Wir haben noch einen Zug. Wir können nicht ihn flankieren. Aus Sicherheitsgründen muss ich wahrscheinlich hier die Granate werfen. Bitte werf richtig. Wir haben leider eine Einheit verloren. Und jetzt geht's kaputt, oder wie? Mir wird es hier zu heiß! Oh, ich muss da dran! Ich glaube, ich mache sie beim letzten Mal. Ich lade das, glaube ich, hoch als Let's Fail. Ich habe das Gerät gefunden, aber es scheint, als wäre es im Kampf beschädigt worden. Aber gut, es funktioniert noch. Ich glaube, hier wird eine sehr lange Folge laufen. Chen arbeitet an einer Möglichkeit zur Stabilisierung des Dings. Aber dafür müssen wir nahe genug ran, um auf seinen Kern zu kommen. Komm, jetzt kriegen wir es hin, Alter. Bleiben Sie im Schatten, bis wir die Lage geklärt haben. Muss ich doch alles wichtige Wissen für die gesamte Mission. Das ist ja schon furchtbar. Ein Schwerthieb ist wichtig, wie man sieht. Der gibt sehr viel kritischen Schaden aus. Frag nicht wie. Ich meine, man hat gesehen, 8 Schaden. Bin unterwegs. 8 Schaden bedeutet. Hui, 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 hui. Und jetzt aber chillaxen wir und werden gleich sofort da drauf gehen. Bin dabei. Wir wissen, dass wir ab da natürlich beobachten können. Bin dabei. So. Bis dahin. Und ab geht's.